großes Kirchenschiff und Sie das Kommunenschiff. Wir gehen gemeinsam auf Expedition. Wir suchen gemeinsam die versunkene Stadt. Wir schauen, was zu retten ist. Zwei Rettungsschiffe auf gemeinsamer Mission. Warum sagen Sie das nicht gleich? Auf nach Borsante! Soll nie zu Ende gehen. Das ist der allerbeste Wunsch. Sie bekommen eine Muschel und eine Schnecke. Ist das nicht toll? Den Literaturnobelpreis für das seltsamste Logbuch aller Zeiten. Die tanzenden Miesmuscheln eröffneten an den Teichen der Wallanlage gemeinsam mit den lockenden Quallen die Hafenkneipe zum Blauen Nil. Die Gliberpiraten entwickelten sich zu Stimmungskanonen auf allen Kneipen und Seefesten.
Die Kotzwürmer erhielten eine Lebensstellung bei der Straßenreinigung und sorgten dafür, dass Nordlandis beim Schönheitswettbewerb der Städte den ersten Preis erhielt. Die Haifische gründeten die Breakdance-Gruppe Die Steilen Zähne. Die Angler richteten die größte Angel-Olympiade aus, die je auf dem Meeresgrund zu sehen war. Die Kapitäne der Gemeindeschiffe schlossen einen Vertrag, um die Schätze in Nordlandis fachgerecht zu heben und zu wahren. Noch im selben Jahr verschwanden Riesenkrabbe und Meerhexe auf Nimmerwiedersehen. Und Nordlandis bewegt sich seit diesem denkwürdigen Tag täglich um 3,29 cm Richtung Meeresoberfläche.